Vor 500 Jahren geschah etwas Wichtiges, auch für uns. Vor 500 Jahren hat die Reformation begonnen und es wurde das große Jubiläum auch gefeiert. Für mich persönlich ist es kein besonders guter Grund zum Feiern. Ich schätze auch Martin Luther mit einigen Sachen, also einigen Denkanstößen, die er gegeben hat. Aber dieses Jubiläum ist eigentlich eine Erinnerung an eine tiefe Wunde, die die Kirche seitdem trägt. Also die Kirche hat viele Wunden und das ist nichts Neues, aber diese prägt uns in Europa seit 500 Jahren. Nicht, weil Martin Luther so viel Schlechtes getan hätte. Die Schuld ist an beiden Seiten, auch bei den Bischöfen, die damals Entscheidungen getroffen haben, die einfach falsch waren. Und das erinnert mich an diesem Fest, also dieses Ereignis, daran, was die wahre Berufung des Menschen ist. Weil, also ich bin viel unterwegs und meine Lieblingsveranstaltung im Laufe des Jahres ist immer die Mehrkonferenz, die Anfang Jänner in Augsburg stattfindet. Eine ökumenische Veranstaltung, wo Christen aller möglichen Denominationen zusammenkommen, um Gott zu loben, ihn anzubeten, ihn zu preisen, auch einander zu stärken im Glauben. Die Katholiken machen einen großen Teil der Teilnehmer aus, aber sind nicht die einzigen. Und dort erlebe ich etwas, was wir in der heutigen Lesung gehört haben. So vor allem auf dem Buch aus der Offenbarung des Johannes, wo Johannes eine Vision zeichnet, was im Himmel ist und wie es dort so zugeht. Und das ist noch an meine Erinnerung aus der ersten Mehrkonferenz, an der ich war. Der freikirchliche Prediger, weiß nicht wie der hieß, Adam irgendwas, aus den Vereinigten Staaten, hat Bezug auf diese Lesung genommen. Also ein bisschen mehr als dieser Text, den wir gehört haben. Weil da kommen Dinge vor, die davon erzählen, was eigentlich meine und deine Berufung ist, eines jeden Menschen auf dieser Welt. Und das ist eine ganz einfache Wahrheit, die im Katechismus steht, also nichts Besonderes. Aber wenn man sich die Lesung anschaut, da gibt es so viele Dinge. Es gibt die 144.000, die reingewaschen worden sind, die in den Himmel reinkommen. Es gibt die 24 Ältesten, es gibt Engel, es gibt vier Lebewesen. Und wenn man sich das anschaut, also in der Mitte steht Gott und um ihm herum sind immer weitere Kreise. Das ist auch so eine alte Abbildung, wenn man in alte Kirchen reingeht, manchmal gibt es das jüngste Gericht oder auch den Himmel abgebildet, wo es so verschiedene Kreise um Gott gibt. Und im innersten Kreis stehen diese 24 Ältesten, die Gott loben. Und noch näher stehen so vier Lebewesen. Die sind in der Lesung, die wir heute nicht gehört haben, nicht ganz beschrieben. Aber wenn ihr Offenbarung des Johannes nimmt, das ist 7. Kapitel und so weiter, ein bisschen liest, wie diese Wesen ausschauen, die sind ganz komisch. Das sind Fabelwesen. Also so etwas gibt's bei uns nicht. Und ich weiß nicht, ob sie im Himmel so ausschauen, aber der Johannes hat sie so gesehen und so beschrieben, wie es in der Offenbarung steht. Und ich habe mich gefragt, wozu schafft Gott so etwas? Weil diese vier Lebewesen tun nichts, außer Gott anzubeten und ihn zu loben. Sie tun nichts anderes, nur das. Ihr ganzes Leben ist ein einziger Gottesdienst. Die 24 Ältesten, die haben noch andere Aufgaben. Die reden mit dem Johannes, erklären ihm etwas und da gibt es so einen schönen Dialog zwischen den 24 Ältesten, Gott, Johannes und noch dem Lamm. Das haben wir auch einen Teil davon gehört. Aber die, die wirklich Gott am nächsten stehen, diese vier Lebewesen, die sind ganz anders.
Die tun nichts, die tun nur Gott anbeten. Auf verschiedene Art und Weise. Und wenn wir alle Heiligen feiern, zeigt uns die Bibel auch, was deine und meine Berufung ist. Ich habe gesagt, das steht im Katechismus, ist kein großes Geheimnis. Also das Ziel des Menschen ist, Gott zu loben, ihn anzubeten. Und das mag so belanglos erscheinen jetzt, aber wie gesagt, ich bin viel unterwegs und wo ich hinkomme und der Glaube wirklich lebendig ist, da leben die Menschen diese Berufung. Auch ganz verschieden. Also junge Menschen heutzutage brauchen viel Musik, um Gott anzubeten, ihn zu loben. Deswegen gibt es auch bei uns die Lobpreismessen und so weiter. Das ist eine Form, die in die Herzen der heutigen Jugend hineinspricht. Eine Form der Anbetung, die bewegt. Aber in der Kirche gibt es noch viel anderes. Also manche von euch singen auch im Chor oder haben irgendwann gesungen. Manchen wird die klassische Musik ein großes Anliegen sein und eine große Freude. Meins ist es nicht, muss ich ehrlich sagen, im Gottesdienst. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, so eine feierliche Messe mit Bischof, mit einem großen Chor, einem großartigen Orchester, mit viel Weihrauch, Kerzen und allem Möglichen, was es gibt. Das ist Anbetung pur. Wenn man ein bisschen Richtung Westen fährt, von Österreich aus, Richtung Frankreich, da gibt es wieder ein bisschen andere Formen der Anbetung. Das ist auch etwas, was dem Europäer heutzutage gut entspricht, also der älteren Generation vielleicht. Stille, Stille, Stille. Der See ist so für mich ein Beispiel dafür. Ganz sanfte Gesänge, die eigentlich meditativ sind. Und es gibt noch viele, viele, viele andere Formen der Anbetung und des Lobpreises. Aber wo der Glaube lebendig ist, steht diese Anbetung und Lobpreis in der Mitte. Und das ist etwas ganz, was ganz im krassen Gegensatz zu dem steht, was die Welt heutzutage anbietet, also was die Welt immer schon anbietet. Weil Gott zu loben und ihn zu preisen ist eine höchst unproduktive Beschäftigung. Du hast nichts davon, vielleicht ein paar schöne Gefühle. Und die Welt hat noch weniger davon im Grunde genommen. Weil eigentlich könntest du etwas Besseres tun. Dich um Arme zu kümmern, Frieden stiften, das, was wir im Evangelium gehört haben. Alles gute Dinge. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist dieser Lobpreis heutzutage aus einem gewissen Grund sehr wichtig. Weil ich habe es erlebt, also mal ausholen. Es ist eine gute Frage auch, warum die Kirche so unwirksam ist in dieser Welt. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum die Kirche diese Welt nicht verändern kann? Manche haben so Ambitionen, dass die Kirche auch politisch etwas ändert. Ist berechtigt, ist nicht mein Weg, aber egal. Es ist auch eine Möglichkeit. Warum tun wir als Kirche so wenig? Das ist eine gute Frage. Manchmal klopft man sich an die Brust und ja, wir tun so wenig. Aber wenn man die Frage ernst nimmt, ist es nicht belanglos. Weil wenn jeder Christ so leben würde, wie es in der Bibel steht und wie die Kirche das verkündet, das würde die Welt grundlegend verändern. Die Welt schaut so aus, wie sie ausschaut, also wir leben nicht danach, anscheinend. Also zumindest die meisten. Sonst würde es anders ausschauen. Und einer der wichtigsten Gründe, warum wir das nicht leben, und warum wir als Kirche nicht so eine Kraft haben, das Evangelium durchzusetzen,
ist, weil wir die Einheit nicht leben. Und eklatant wird es, wenn wir auf die Ökumene schauen, dass wir die katholische Kirche sind. Es gibt viele evangelische Kirchen, Freikirchen, orthodoxe Kirchen, orientalische Kirchen, alles Mögliche. Alle bekennen sich zu Christus, dem Herrn. Und was für ein Zeugnis ist es, wenn die einen sagen, die Ehe ist das, die Ehe ist das. Also an diesem Beispiel kann man gut die Unterschiede sehen. Oder du darfst das und jenes nicht. Die eine Kirche sagt das, die andere jenes. Was für ein Zeugnis für Christus ist es? Und für mich war das bewegendste Zeugnis der Christen für ihn, für Gott, ist es immer wieder an ökumenischen Veranstaltungen, wo viele Leute zusammenkommen und nicht irgendwelche Jubiläen feiern oder sonst was, sondern einfach Gott loben. Weil das ist eine Sache, die wir alle tun können. Die Orthodoxen kennen sich damit gut aus, mit der Anbetung, auch wenn sie vielleicht den Herrn nicht so anbeten in der Eucharistie wie wir, aber auf eine andere Art und Weise. Wenn du einmal bei einer orthodoxen Liturgie warst, dann hast du ein bisschen Ahnung, was der Himmel ist. Aber genauso in einer Freikirche, wo die Leute einfach das Kreuz aufstellen, sich selber Instrumente auspacken und Gott loben aus vollstem Herzen. Und wo das zusammenkommt, diese verschiedenen Katholiken, Nicht-Katholiken, Orthodoxe, Orientalen, Freikirchler, Evangelische und alles Mögliche. Und in den Lobgesang einstimmen, dann haben die Unterschiede zwischen ihnen keine Bedeutung. Und was wir gemeinsam tun können, ist eben dieses. Deswegen glaube ich, dass dieser Blick auf diese Berufung des Menschen, also wir haben, die Berufung ist ein bisschen mehr, die jeder Mensch hat, aber das ist ein Aspekt, der sehr wichtig heutzutage ist, Gott anzubeten. Frag dich selber, wo du das tust in deinem Leben. Ob durch Musik, stilles Gebet, was weiß ich, was deine Gebetsform ist. Also die Form ist unwichtig im Grunde genommen. Aber bevor du Gott anbetest, aus ganzem Herzen, ihm nur sagst, du bist gut, du bist mächtig, du bist allmächtig, du bist die Liebe, du bist die Minne, du bist alles, was ich habe. Und wenn wir auch an Allerheiligen zum Friedhof gehen, was eigentlich ziemlich verkehrt ist, weil der Allerseelentag morgen ist, also morgen gedenken wir alle Verstorbenen, aber andererseits ist es auch nicht so blöd. Es ist auch, glaube ich, der Sensus Fidei, also der Sinn der Glaubenden, dass man auch an Allerheiligen zum Friedhof geht, weil der Friedhof erinnert uns auch an diese Berufung. Dass alles Mühen, was ich hier zustande bringen könnte, all die Werke, die ich machen könnte, ja in der Erde enden. Und der Lobpreis, die Anbetung steigt nach oben. Deswegen verwenden wir auch Weihrauch, und weil Weihrauch ein Bild dafür ist, dass unsere Gebete nach oben aufsteigen. Dass sie eine andere Wirklichkeit andeuten, als wir es vielleicht gewohnt sind. Ich ermutige dich dazu. Bete den Herrn an, auf deine Art und Weise, ob es Lobpreismusik ist oder dein Einsatz in tollen klassischen Gottesdiensten oder irgendetwas anderes, das ist nicht so wichtig. Bete ihn an, das ist entscheidend. Und das ist auch etwas, was diese Welt wirklich verändern kann. Weil da, wo Christen zusammenkommen, gemeinsam Zeugnis für Christus geben, da geschieht Neues.